So kurz vor Weihnachten, wenn der Stresspegel steigt, kann sich bei dem einen oder anderen schon mal der Blutdruck erhöhen oder der Puls beschleunigen. Ein super Mittel dagegen ist, und das ist natürlich nichts Neues, die Meditation. Doch die Art und Weise, wie Matthew Johnstone in seinem Buch Den Geist beruhigen mit der Thematik umgeht, ist durchaus innovativ und vor allem kreativ. Es ist für Menschen gedacht, die nach einem einfachen Weg suchen, um mit der Meditationspraxis zu starten. Für Menschen, die keine Lust haben, sich erst einmal ausgiebig mit der Theorie oder Spiritualität zu beschäftigen. Schritt für Schritt und Bild für Bild erklärt er auf humorvolle Weise, welche erstaunlichen Vorteile das Meditieren bringen kann. Und wie einfach der Weg dorthin ist, wenn man sich täglich rund 20 Minuten dafür Zeit nimmt. Er beschreibt, wie man sich am besten auf die Praxis vorbereitet, gibt einfache Anleitungen, um den Geist zur Ruhe zu bringen, und er ermutigt, weiterzumachen, auch wenn es nicht gleich so klappt, wie man es sich vorgestellt hat. Wer also noch ein Weihnachtsgeschenk für gestresste Freunde oder Familienmitglieder sucht, hätte mit diesem Buch schon eine Sorge weniger.